Einen abartig guten Morgen. Eigentlich ist es schon längst Mittag. Ich werde jetzt hier gerade durch den Betriebsbahnhof Rummelsburg geführt. Und ja, mein Begleiter ist mein Kumpel, der will jetzt nicht unbedingt zu sehen sein. Auf jeden Fall hat der den Vorteil, einen Bahnausweis zu haben und hier Zugang zu bekommen. Und da gucken wir uns jetzt mal ein paar Sachen an. Geil! Da ist jetzt so eine alte Lokstation und das hier dürfte das Wasserhaus sein. Und wie man sieht, preußische Architektur und alles so ganz verwildert. Hier gibt es etwas ganz Besonderes, nämlich eine Rundhalle. Ist das eine Location hier? Das erinnert mich fast ein bisschen an die Glaskuppel auf der Titanic. Und man sieht schon, diese Drehscheibe war eher für kleinere Rangierloks. Gucken wir uns hier mal um in diesem ungemütlichen Nebenraum. Da geht es noch in den Keller runter, da gehe ich jetzt nicht hin. Und hier ist es fast so dunkel. Alter! Wow! Das ist ja... Boah, das ist unheimlich. Das ist richtig... Boah, gruselig hier. Voll creepy. Guckt euch mal diese Räume an. Lost Places, aber ich glaube, der Boden ist auch nicht so das Wahre. Das war mal, wahrscheinlich waren das mal Übernachtungsräume, denke ich mal. Alter, das ist richtig, richtig creepy. Wow, überall die Scherben. Was steht da? Guckt euch mal dieses Fenster an, total verwunschen und verwuchert. Oh. Richtig unheimlich. Vielleicht werden hier Blutopfer gemacht. Ich habe Angst. Und das jetzt hier, das ist auch kein fester Boden. Da sind noch irgendwelche, Alter, irgendwelche Duschräume oder Waschräume. Das hat was hier. Wow, also das ist ja der Hammer. Also Leute, das ist geil. Sowas gibt es bei uns auf dem Lande jetzt echt nicht. Aber man muss wirklich aufpassen, wo man hintritt, weil hier können überall Gefahren lauern. Und ich hoffe nicht, dass hier irgendjemand umgeht. Man weiß es nicht. Oder vielleicht auch menschliche Gestalten, die nicht ganz so geheuer sind. Man weiß es nicht. Also ich guck mal, dass ich meinen Kumpel wieder finde. Der ist jetzt schon rausgegangen. Ich bin jetzt hier gerade ganz allein. Immer ruhig Blut, immer raus. Was ist hier noch? Wo ist der Ausgang? Hier sind wir nicht gewesen. Nee, ich glaube, ich muss geradeaus. Ist dieser Gang hier? Boah, halt. Der Wind geht hier durch und es heult irgendwas. Hier geht's noch mal. Nee, die Treppe gehe ich jetzt nicht hoch. Das ist immer so gefährlich, du. Die sieht sehr baufällig und vermodert aus. Alles sehr vermodert. Hier ist der Boden auch gar nicht mehr fest. Es fühlt sich so richtig weich an. Und hier drin. Auch nur so ein Raum. Mehr ist es nicht. Ah, die Türe kommt schon wieder. Ah, die Geräusche schon. Und hier Tagesmeisterbüro. Mal jemand Büroraum gehabt und Dienst geschoben. Alte Lampen hier. Gruselig. Ah, hier gehen wir raus jetzt wieder. Da sind wir wieder. Ja. Also, echt geil. Ich weiß nicht. Sowas zu erforschen, das macht mir einfach tierisch Spaß. Aber vielleicht ist das Gänsehautgefühl sogar das Entscheidende. Guck mal, da sind noch irgendwelche Duschräume hier. Da gucken wir
überall Glasscherben, also barfuß brauchst du hier nicht zu laufen. Ein alter Scheißhausdeckel. Ja, da könntest du noch hier mal eine Stange Nougat abseilen. Nee, danke, lieber nicht. Nicht so gemütlich. Alles verwuchert. Guckt euch das an. Diese Scherben. Mal aufpassen. Hier ist wieder diese Titanic-Kuppel. Und auch die Säulen sind sehr edel. Das ist auch so eine Form hier. Die Gruben haben sie alle schon zugemacht. Da hängt noch so eine alte Lampe aus DDR-Zeiten da oben. Und da nochmals eine. Gibt es da noch mehr Räume vielleicht? Ich bin mal gespannt. Gibt es da noch was? Da ist mein Kumpel wieder, Gott sei Dank. Der nicht unbedingt vor die Kamera möchte. Aber ich denke, das respektieren wir jetzt einfach. Dafür haben wir hier jetzt den großen Vorteil, in diese geile Location reinzukommen. Ja, was da unten verscharrt liegt, ich will es nicht wissen, nur. Von außen sieht es jetzt so aus. Ich denke ja, dass das eine Rangierlokale gewesen ist vom ehemaligen Betriebswerk Rummelsburg. Das war jetzt mal so eine richtige Lost Places Challenge. In Berlin gibt es diese Gebäude ja en masse. Einfach geil. Von der Gleisseite ist alles schon sehr zugewachsen. Diese 294 hat man wieder in blau-beige lackiert. Sieht doch einfach geil aus. Das ist der Betriebsweg zum Bahnbetriebswerk Rummelsburg. Ja, da kommt es auch gerade zu. Ja, hier sieht man noch mal das gesamte Areal so schön. Ja, eine 120 mit IC, so wie es aussieht. Ich habe schon ganz Ohrenschmerzen von dem Wind die letzten Tage. Es ist einfach nicht Hochsommer. Naja, ich hoffe, dann sieht man jetzt den Zug. Hier das Heizkraftwerk. Gar nicht rein. Da ist so eine Drehtür und da braucht man einen speziellen Ausweis mit einer Karte. Gut, dass ihr uns habt. Und jetzt geht's zurück zur S-Bahn. Hier sieht man auch links die Drehtür. Dieser sogenannte People Mover hier, das ist ein Aufzug, der fährt U-förmig über die Gleise. Siehst du? Und jetzt kann man ihn natürlich nicht mehr erkennen. Aber er geht jetzt da praktisch runter. Und das ganz schön rasant, wie ich meine. Und da ist er. Guck, jetzt kommt er hier schräge. Und jetzt geht der senkrecht runter. Hier sind wir gewesen. Mein Kumpel ist jetzt wieder eingefahren und ich bewege mich mit der S-Bahn in Richtung Innenstadt. Habe heute erstmals eine der neuen Kappen auf. Einfach nur geil. Es war so ein Schnäppchen, konnte ich nicht liegen lassen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 5, 7, 75, 8, 85, 9. Zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. Vereinfachte
vereinzelt fahren sogar noch die ganz alten. Bin ich jetzt gerade ein Stück mit der U1 gefahren bis zum Bahnhof Cottbuser Tor, dass wir die auch noch ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen in Richtung Kreuzberg. Naja, ich krieg's langsam nicht mehr unter, die Zeit reicht vorne und hinten nicht. Ich hatte mir so viel vorgenommen, dachte, eine Woche, die ist so ultra lang und jetzt ist die schon fast rum und ich habe vielleicht gerade mal die Hälfte dessen, was ich vorhatte, auf die Beine gestellt. Das ist richtig ärgerlich, Leute. Naja, egal, ein Grund wiederzukommen. Das Problem ist, man unterschätzt sich ganz gerne mal mit den Fahrzeiten, weil man denkt immer nur, ja, man kann das alles fahren, aber wie lange das dauert, das ist das Problem, wenn man die ganzen Linien bereisen will. Gut, diese Gegend hier hat jetzt natürlich ein ganz besonderes Flair. Man sieht es schon überall, Graffiti und hier die U1 auf der Hochtrasse. Das ist auch was Besonderes. Naja gut, nachts sollte man hier jetzt nicht so längs gehen. Das ist ja berühmt und berüchtigt dafür. Hier jetzt der Görlitzer Bahnhof, auch sehr schöne Architektur. Sagen, diese Gegend ist wirklich ultra krass. Fast noch krasser als Neukölln, finde ich jetzt zumindest persönlich. Alter, ich bin gerade übelst angepöbelt worden. Ich glaube, ich lasse die Kamera besser verschwinden. Jetzt kommt hier wieder eine U-Bahn. Schaut mal. Oberbaumbrücke dürfte ja eigentlich jeder kennen. Und diesen Anblick hier sieht man auch oft genug. Jetzt geht es nochmals zu Fuß über die Oberbaumbrücke, die wir vorhin schon wieder U1 überquert haben. Gelegenheit besuchen wir jetzt mal die East Side Gallery. Das ist ein letztes Stück Mauer, auch noch mal eins, das heute noch zur Präsentation künstlerischer Arbeiten genutzt wird. Dieser Bereich ist hier jetzt mit Recht abgesperrt, weil das sind wirklich super schöne Arbeiten.
jetzt auch die Mercedes-Benz Arena. Das ist wohl das berühmteste aller Bilder. Komplett verhangen. Hier einfach mal entlang bis zum Ostbahnhof. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, hier einige Bilder abzunehmen für unsere neue Seite Creative Cyclers, aber das ist jetzt wegen des Gitters, das natürlich Sinn macht, nicht möglich. Naja, schaut auch so mal auf unserer neuen Seite vorbei. Es lohnt sich. Ich verlinke die in der Videobeschreibung. All diese Schmuddeltags hier, die sehe auch ich als Schweinerei. Sowas muss doch echt nicht sein, Leute, oder? Das war jetzt die Eastside Gallery im Schnelldurchgang. Das Wetter sieht inzwischen total bedrohlich aus. Ich möchte jetzt einfach mal wieder in die Bahn einsteigen und ein bisschen chillen. Hier sind wir jetzt am Ostbahnhof. Er war zu DDR-Zeiten der Berliner Hauptbahnhof. Manch einer hat sich vielleicht schon gewundert, warum ich Watte im Ohr habe. Aber das hat mit dem Wind zu tun. Ich habe schon leichte Ohrenschmerzen, gehe jetzt auf Nummer sicher. So, ein Relikt gibt es hier am Ostbahnhof auch noch. War früher auch mal in Würzburg. Dieser Freitag, 1. Juli 2016, war wohl der ereignisreichste Tag meines Berlin-Urlaubs. So, seid ihr mal bitte nicht böse, wenn ich mich jetzt nun beim Filmschnitt spontan dazu entschieden habe, diesen Vlog in zwei Teile zu spalten. Dies ist nun das Ende von Berlin FMA 6 Teil 1. Weil an diesem gleichen Tag bin ich auch noch in Weißensee in Pankow und auf dem Rüdersdorfer Bergfest dann wieder mit der Familie meines Kumpels gewesen, wo ich auch nochmals tüchtig gefilmt habe. Das wird bestimmt nochmals so lang und das kann ich nicht in einen Vlog packen. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung und wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn nein, schreibt es ausdrücklich in die Kommentare. Einen Abspann gibt es jetzt nicht. Den gibt es dann tatsächlich am Ende von Berlin FMA 6, also am Ende des zweiten Teils. Haut rein, bis dahin, macht's gut. Ciao.